Da ist kein Lipbalm, sondern ein Lippenstiftentferner. So eine Art Radiergummi für eure langanhaltenden Lippenstift. Aber ist es wirklich besser als mein Make-up-Entferner? Mir findet es raus. Bevor ich aber den auf die Probe stelle, möchte ich euch anhand von meinem Arm demonstrieren, wie sich andere Abschminkmittel gegen den Lippenstift bewähren. Micellenwasser und Kokosöl haben nichts ausgerichtet. Der hat ziemlich gut performt, aber der muss besser sein, oder? Let's try! Also es kommt schon ein bisschen weg, aber nicht so, wie ich erhofft hatte. Ich mache jetzt die Oberlippe mit dem. So viel besser. Ah. Ja gut, haben wir es getestet. Dann müsst ihr es nicht testen. ich versuche das jetzt nochmal auf meinem Arm, weil ich kann irgendwie nicht glauben, wie schlecht dass es performt hat. Ja. Wenn du so etwas hast, brauchst du so etwas nicht. Und wenn du so etwas nicht hast, brauchst du das trotzdem nicht. Dann brauchst du das. Dann brauchst du einfach das. Mein Herz ist gebrochen.